Sehr geehrter Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, die Diskussion um ein Einwanderungsgesetz hat eine interessante Dynamik erhalten. Sogar aus der Union gibt es Stimmen, die ein Einwanderungsgesetz fordern, wohlgemerkt ein Einwanderungsgesetz. Offensichtlich wird klar, was für einen Unsinn der künstliche Begriff Zuwanderungsgesetz dargestellt hat, nur um nicht Einwanderung zu sagen. Entsprechend ist ja auch das aktuelle Zuwanderungsgesetz konzipiert worden. Ich darf zitieren, Paragraph 1, Zweck des Gesetzes, Anwendungsbereich. Das Gesetz dient der Steuerung und Begrenzung des Zuzugs von Ausländern in die Bundesrepublik Deutschland. Zitat Ende. Wie sollte auf dieser Grundlage dann eine Willkommenskultur entstehen? Es ist auch keine Willkommenskultur entstanden. Es ist kein Gesetz, das Rechte, Chancen und Möglichkeiten der Eingewanderten regelt, sondern sogar ihre Grundrechte einschränkt, siehe die Regelungen zum Familienzuzug. Die Angst in unserem Land vor der Einwanderung ist kaum rationell zu erklären. Die Konservativen nähern sich aber der Realität, wenn auch sehr langsam. Ihr Spruch lautet nunmehr, wir sind zu einem Einwanderungsland geworden. Was für eine historische Blindheit. Dieser geografische Raum Bundesrepublik ist immer Einwanderungsraum gewesen. Deshalb heißt ja der Bundesinnenminister de Maizière und nicht Mayer. Durch jahrelanges Leugnen dieser Realität hat die Politik einige gesellschaftliche Problemlagen selber erzeugt, insbesondere im Bildungswesen. Die Realitätsverweigerung, wir sind kein Einwanderungsland, wurde dann weitergeführt in der Hoffnung, im Alter werden sie zurückkehren. Deshalb sind heute die entsprechenden Dienste nicht vorbereitet auf den Umgang mit Seniorinnen und Pflegebedürftigen mit Migrationshintergrund. Nunmehr ist es an der Zeit, hier eine Kehrtwende einzuleiten. Wir brauchen ein Einwanderungsgesetz, das diesen Namen verdient, das Einwanderung nicht begrenzen, sondern fördern will, das auf Gleichberechtigung, Chancengleichheit und Teilhabe ausgerichtet ist. Bei der Einwanderung muss unterschieden werden zwischen den Regelungen zur Einwanderung von qualifizierten Fachkräften, der Einwanderung im Rahmen des Familienzuzugs und der Einwanderung von Asylsuchenden und Flüchtlingen. Ein inhaltlich wie auch immer zu gestaltendes System zur Einwanderung von Fachkräften ist notwendig. Aber dies kann und darf Wirtschaft, Verwaltung und Politik nicht ihre Aufgabe entheben, bereits in unserem Land vorhandene Potenziale zu fördern, für ausreichend qualifizierte Ausbildungsplätze zu sorgen. In diesem Kontext muss auch alles unternommen werden, vorhandene Qualifikationen von bereits Angewanderten zu erkennen bzw. anzuerkennen und zu fördern. Dies gilt sowohl für eingewanderte Familienangehörige als auch für Asylsuchende und Flüchtlinge. Das heißt auch, das Anerkennungsgesetz muss entbürokratisiert und darauf ausgerichtet werden, möglichst viele Anteile der mitgebrachten Qualifikationen anzuerkennen. Zweiter Aspekt wäre der Familiennachzug. Hier müssen alle Barrieren abgeschafft und das Recht auf Familie entsprechend Artikel 6 Grundgesetz für alle Herkunftsstaaten verwirklicht werden. Ich denke hier insbesondere an die Sprachprüfung vor der Visaerteilung, aber auch übertriebene Anforderungen an das Einkommen des bereits hier lebenden Familienangehörigen. Aus Sicht der Linksfraktion sind die derzeitigen Regelungen nicht nur verfassungsrechtlich fragwürdig, sie sind auch diskriminierend, weil sie zwischen Herkunftsstaaten unterscheiden. Es kann doch wohl nicht sein, dass ein Staatsangehöriger Frankreichs oder Kanadas ein größeres Recht auf Familien hat als ein Staatsangehöriger Argentiniens. Das Asylrecht, insbesondere das Flüchtlingsrecht, muss den Realitäten unserer Gegenwart gerecht werden. Es gibt Hunderttausende, die möglicherweise nicht unter den Kriterien des Asylrechts bzw. der Genfer Flüchtlingskonvention fallen, aber unseren Schutz brauchen, weil sie beispielsweise aus Bürgerkriegsgebieten oder Naturkatastrophen fliehen. Und es ist auch nichts Ehrenrühriges, in einem anderen Land nach besseren Lebensbedingungen für sich und seine Familie zu suchen. Ich möchte es zum Schluss noch einmal unterstreichen.
Ich möchte es nochmals wiederholen. Ein neues Einwanderungsrecht muss auf Willkommenskultur, Chancengleichheit und Partizipation ausgerichtet sein. Herzlichen Dank.